Let's fire up a cook and grill for the rest of our lives. Hallo Leute, ja, heute machen wir ein schönes Stout. Erstmal einheben. Ja, so, ich habe hier so eine Mühle hier und die ganze Technik hier. Seht ihr ja, ne? So, kommen wir mal zu den Zutaten. Kommt mal ran hier. Okay, jetzt haben wir hier so vier verschiedene Hopfensorten hier. Ne? Hallertauer oder der Hightower, Williams. Williams, Mette oder was auch immer, die Mette. Columbus, ne? Und das Döschen fürs Höschen, Chinook. Ja, Chinook. Shinobi. Als Hauptzutat haben wir natürlich hier Pilsner hier, ne? Hier. Oh, das muss alles noch geschrotet werden. Und dann hier die Pale Ale Beute hier, ne? Und als kleinen Special hier Corona Münch, ne? Und dann Sour M. Und dann Extra Black. Hier, Black. Und, ja genau, Garaffe. Io. Ja, das ist auch sehr, sehr dunkel hier, ne? Wenn man sieht hier, ne? Das muss alles hier durch diese verdammte Mühle durchgeballert werden. Wir mühlen selber, ganz genau. Dann lass uns mühlen. Na, fangen wir mit dem ersten Stout an. 5 Kilo Pale Ale Malz, 200 Gramm Münchner Malz. Und das kommt aber raus. Hopfenzugabe läutern. Oh ja, Abkühlomat mit der Frauenspirale. Ganz genau. Da pumpert es jetzt schon. Brauen des zweiten Stauts. Man staut es und staut es zusammen. Hier, genaue Rezeptangaben. Hier, das kommt da rein. Irgendein Gemüse oder irgendwas auch immer. Freunde, das ist das einzige vegane Rezept, was ich hier mache für euch. Ne? Auf dem Channel. Bier. Ja. Muss man mal sagen, das ist mal vegan. Ne? Oh, hier dampft es schon in der Bude. Rein mit der Spirale. Ne? Hilft auch gegen Verhütung, ne? Weil man ist ja nicht bei der Frau, wenn man das da reinhält. Ne? Dann, kommt es ja gar nicht zum Sex. Ne? So, das Loch schließen. Ne? Da pfeifen sie schon. Wir wollen es wieder. Experiment, ne? Johnny's Whisky-Hölzer. Mal kochen wir ein bisschen aus. Einfach nur die Bakterien entfernen und dann einfach mal ein Holz da rein tun. Mal gucken, ob das Geschmack abgibt. Wir sind gespannt. Abfüllung mal 3000. Oh, wie es läuft. Freunde, das Glück der Erde in zwei Händen. Ah, oh, guckt euch das mal an. Einfach gelunzt. Deckel nochmal ab hier für euch. Oh, yeah. Sugar für die Earls, ne? Zur Gärung, ne? Das gibt PS. Das gibt PS ins Bier, Freunde. Mehr Sugar, mehr Sprit. Ihr seht's schon. So, rein in die Pulle. Stell auf Maximum. Jawohl. Stautomat. Ich habe extra hier so ein Weltraumbild ausgegraben. Das war, glaube ich, das erste Bier auf dem Mond. Ich würde mal sagen, sollen wir das Bier nicht einfach den Stautonaut nennen? Und da sind sie ja auch, die Stautonauten, die quasi mit der Rakete in die Kehle steigen sollen. Und dann heißt es Dreomat 3000. Ah, ist ja fast wie Bacon in der Pfanne. Wir schütten noch ein bisschen Wasser hinterher mit Zucker drin. Mal sehen, was passiert. Es blubbert. Experiment 3000. Ein Espresso rein. Ja, hier wird so ein Kaffeebier. Stautomat raus. Flasche dran. Und laufen lassen. Füllet. Und sei der Boss. Das ist quasi das Bier zum Frühstück. So kann man sich den Kaffee sparen. Endlich mal ein Bier trinken können. Ne? Dann hat man es geschafft. Leute, die Bier zum Frühstück trinken können, das sind meine Helden. Ah, seht's euch an.
Die Armee des Glücks. Damit kann man nur gewinnen. So, hier, ne? Mutti will nur eine Kelle, ne? Aber man kann auch Hefe erstmal abschöpfen. Kann man zum Backen verwenden oder so, oder auch wegtun. Sieht zwar nicht lecker aus, aber funktioniert. Freunde, die Stout-to-Naut-Hefe habe ich sogar mal im Video verwendet. Müsste aber ein bisschen zurückspulen in der History hier auf dem Grillshow-Kanal. Läuft's. So, braune und blaue habe ich hier. Die braune Schokolade eben links sollte ein bisschen schokoladiger schmecken. Dank dem Malz, die blaue sollte halt einfach stoutig schmecken. So, mein Kühlschrank ist, glaube ich, randgefüllt. Ich habe die Glasböden habe ich rausgenommen. Da muss Holz rein. Mindestens 2 Wochen reifen lassen. Treber koten lassen, trocknen lassen. Ah, hier. Burn hat mir diesen tollen Trockner geschickt. Jetzt ist er trocken. Es ist Bier-Tasting-Zeit, Freunde. Zuerst den Stout-O-Naut, sogar aus November, Freunde. Öffnen. Das ist jetzt das gleiche Bier wie das, bloß 2 Tage mit unseren Whisky Chunks. Genau, gewässert. So, mal sehen, wie es kommt. Ne? Sehr stoutig. Genauso wie ich es mag. Ja. Oh, ist ein guter Abgang, würde ich sagen. Da baller ich mir noch mal einen Schluck rein. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob meine Whisky-Chunks jetzt hier einen anderen Geschmack reingezaubert haben. Okay. Komm zu Daddy, würde ich sagen. Bisher riecht es ganz normal, würde ich sagen, aber ich werde es erstmal in den Hals schütten. Oh ja, hier schmeckt man auf jeden Fall das Whisky-Fass raus. Casomat 3000. Wer auf Whisky-Flavor steht, dem wird das Ding hier auf jeden Fall gefallen. Auf jeden Fall ist hier eine ordentliche Ladung Whisky-Aroma drin durch das Fass. Natürliches Aroma, selbstgemacht. Jetzt probiere ich gleichzeitig, mal sehen, was dann kommt. Die perfekte Mischung der guten Art. Seht den euch an hier. So. Gleich habe ich ihn, Freunde. Jetzt nehme ich das Gäbelchen, hake es erstmal hier wieder ein, denn jetzt muss ich das Stout hier probieren, Chocolate Stout. Dieses kleine Ding ist natürlich ein bisschen härterer Lümmel. Er ist mit Espresso, also Espresso, verfeinert worden. Er zündet schon mal gut und rein damit. Und das nächste machen wir gleich auch mit auf. Zack, da qualmt's noch. Ohne Espresso. Oh, schön reinbullern hier. Läuft doch gut. So, wenn das jetzt so ein bisschen sich legt, rühre ich hier noch mal ein bisschen den Bacon um. So. Das kann noch ein bisschen. So. Zeit zu probieren, würde ich sagen. Nehmen wir erstmal die Espresso-Variante, ne? Von der Schokoladennummer. Okay. Ja. Man schmeckt auf jeden Fall den Kaffee raus. Das Schokoladige landet so ein bisschen leicht im Hintergrund. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das andere Gefährt hier verträgt. So. Schokolade kommt raus. Oh, ein bisschen zart bitter speckt man raus.
aber es ist ein nettes Bierchen zum Reinfeuern. Wer keinen Espresso mag, nimmt diese Variante. Wer auf den Espresso steht, nimmt diese hier. Prost, Freunde, und ab in den Hals. Bis demnächst. Oh, mein Bacon. Moment. Ich gehe mal zum Bacon. Bis gleich. Hier muss noch ein bisschen umgerührt werden. Er ist schon wieder am Kochen hier, ne? Jungs, bis später. Okay, Freunde. Ab in den Hals. Boys and Girls, ich hoffe, das Spektakel hat euch gefallen. Ich habe es versucht, textlich aufzufangen für euch. Und ja, habt ihr Bierideen? Schreibt es mal drunter. Ich versuche es dann umzusetzen. Ich meine, so ein Bacon-Bier muss auch mal kommen, ne?